Ein ehemaliger Briefträger aus Mainz hat es mit seinem Auftrag nicht so genau genommen. Bei ihm landete die Post nicht im Briefkasten, sondern in einem Keller in Köln. Entdeckt wurden die Kisten mit tausenden nicht zugestellter Briefe nur durch Zufall. Die Hausbesitzerin hat sie nach einem Wasserrohrbruch gefunden. Die durchnässte Post wird mittlerweile in Mainz getrocknet und landet in ein paar Tagen dort, wo sie eigentlich schon längst sein sollte. Und demnächst bekommt auch der ehemalige Briefträger Post vom Staatsanwalt. Das sind dann garantiert keine schönen Grüße aus Köln.